Ja, wie soll ich so ein Video jetzt einleiten? Also es ist etwas recht Beschissenes passiert, sagen wir das so. Für die Leute, die das erste Mal Oxycodon-Video geschaut haben, die wissen eventuell, was das Video hier jetzt beinhaltet, beziehungsweise erkennt man das Ganze auch am Titel. Ja, ich wurde von meinen Eltern dabei erwischt, dass ich Drogen nehme. Das Ganze hier ist frei erfunden, dient alles natürlich nur zur Unterhaltung, ne? Ihr kennt's. Alle Personen und alle illegalen Aktivitäten sind natürlich frei erfunden, wie immer. Und dann will ich am Anfang gar nicht so viel drumherum reden. Wenn ihr wissen wollt, was vorher passiert ist vor diesem Part, schaut euch das Oxycodon-Video an. Und ansonsten würde ich gleich einsteigen. Also, wir fangen da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich sitze in der Bahn auf dem Heimweg. Mein Dad hat mich angerufen, wollte wissen, wo ich bin. Und hat, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich fast zu Hause bin, direkt aufgelegt. Der Grund, warum er das gefunden hat, ist eigentlich auch recht simpel. Er hat halt meine Box gesucht, also halt so mäßig JBL-Musikbox. Und ist da an meinen Schrank gegangen, wo ich halt meinen ganzen Technik-Stuff drin habe. Und hat das falsche Fach geöffnet. Und ja, es war nicht so gut versteckt. Sagen wir mal so, wenn du das Fach öffnest, siehst du schon sofort, was da drin liegt. Und dass es halt kein Technikkram ist. Ja, ich kam zu Hause an und ihr müsst wissen, ich war, während ich krank war, mal beim Arzt und die Ärzte meinte, ich habe eventuell einen Herzklappenfehler und muss deshalb mal zum Kardiologen. Das Erste, was mein Dad mit mir gemacht hat, wir sind zum Esstisch gegangen und er hat mich gefragt, ob ich irgendwelche Probleme am Herzen habe, irgendwelche Beeinträchtigungen merke, habe ich halt nein gesagt, was auch die komplette Wahrheit ist. Also im Endeffekt, ich war jetzt mittlerweile schon beim Kardiologen und ich habe halt keine Beeinträchtigung. Und auf meine Antwort hat er dann gefragt, ob ich denn irgendwie mal Drogen probiert habe. Ich konnte mir natürlich schon vorstellen, worum es geht, darum war ich ab dem Punkt komplett ehrlich, weil, also nicht komplett so, aber ich habe halt gesagt ja. Einfach weil ich wusste, wenn ich jetzt nein sage, war es das so. Hab gesagt ja, verschiedene Dinge. Als er mich dann gefragt hat, ob ich schon mehrere Sachen außer Alkohol probiert habe, meinte ich ja, verschiedene Dinge. Und dann kam die Frage auf, ob ich denn schon mal Tabletten probiert habe. Und ich wusste halt, ich habe noch zig Tilly-Blister in meinem Zimmer liegen. Ich wollte die am Vortag eigentlich wegschmeißen, aber ich war zu faul dafür. Wäre im Endeffekt eine gute Idee gewesen, aber naja. Ja, ich habe dann mit meinem Dad erstmal ein bisschen reden müssen und er hat mir, keine Ahnung, irgendwie so 10, 20 Tabletten, Blister, irgendwie sowas auf den Tisch gelegt. Die waren halt alle leer so. Ich war nach der Feier vorher auch leer so. Ich hatte nichts mehr da, außer halt die eine Oxy, die ich genommen hatte. Und dann fing erstmal das Gespräch an, was das Ganze denn ist. Ich habe es meinem Dad halt erklärt. Und er wollte wissen, ob ich abhängig bin. Ich habe, glaube ich, kein Video dazu gemacht, beziehungsweise nicht veröffentlicht. Ich war halt eine ganze Weile abhängig, habe einen Entzug hinter mir, war aber zu dem Zeitpunkt wieder auf dem besten Weg daran, abhängig zu werden. Das ist halt einfach eine Scheißsache. So, Tilly macht unfassbar schnell abhängig. Ich kenne kein Opioid, außer vielleicht Oxycodon, was so schnell einen dazu verleitet, süchtig danach zu werden. Und ja, dann ging das Gespräch los. Ich musste meinem Dad erklären, was das ist. Und er wollte halt, wie gesagt, wissen, ob ich abhängig bin und warum ich das Ganze nehme. Ich habe es am Anfang erstmal auf Depressionen und Panikattacken geschoben. Panikattacken halt deshalb, weil ich halt auch Benzos da liegen hatte. Beziehungsweise, um genauer zu sein, halt noch ein paar Zans. Ja, die waren auch leer. Ich hatte halt nur noch die Blister da, wie gesagt. Das mit den Depressionen ist gar nicht komplett gelogen. Also, es kommt auch noch ein Video dazu, wie ich mit Drogen und Depressionen zusammen umgehen werde. Ich habe in dem Oxycodon-Video schon gesagt, das wird jetzt so eine kleine Dreierreihe, die mehr oder weniger zusammenhängt. Seht ihr auch die Playlist am Ende nochmal. Könnt ihr euch dann gerne angucken, wenn ihr möchtet. Ne, auf jeden Fall habe ich meinem Dad das erklärt und dann ging das Gespräch los, wie es denn dazu kam, dass ich Depressionen bekommen habe. Auf die genauen Punkte will ich jetzt nicht eingehen, das mache ich dann alles in dem Depression- und Drogen-Video. Und ja, jetzt soll es hier nur darum gehen, wie meine Eltern mich erwischt haben. Ja, nach einem umfangreichen Gespräch, wir haben glaube ich eine Stunde lang geredet oder sowas, ich war halt noch gut dicht durch die Oxy, durch paar Zans und ich habe an dem Morgen dann halt auch noch mal ein bisschen was getrunken, ne? Wir waren auf dem Weg zum Bus, es war scheiße warm und wir hatten noch ein paar Bier dabei, so. Dadurch war ich halt relativ locker in dem Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob mein Dad das so groß mitbekommen hat. Also, ich war auch seitdem noch ein paar Mal dicht zu Hause und nie wurde ich irgendwie darauf angesprochen oder sowas. Außer einmal, wo ich halt durch meine Allergie ein paar Probleme hatte mit roten Augen und sowas. Aber ich kiff halt nicht und ja, hat mein Dad mich halt darauf angesprochen, ob es wirklich an der Allergie liegt und lag's halt zu dem Zeitpunkt. Er meinte, ist okay. Ob er es mir jetzt wirklich abgekauft hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann halt nur sagen, es lag an der Allergie so. Da war ich nüchtern, aber egal. Ja, habe ich mit meinem Dad geredet und er wollte halt wissen, wie das Ganze auch noch wirkt. Habe ich ihm dann halt erklärt,
habe ihm auch klar gemacht, dass ich jetzt nicht keine Ahnung davon habe, sondern schon etwas informierter bin, wenn es um irgendwelche Medikamente und Drogen geht. Und habe ihm auch gesagt, dass ich zum Beispiel nicht buffe, sondern halt nur Tillys nehme, Oxys irgendwie. Also Oxys habe ich jetzt nicht erwähnt. Ich hatte übel das Glück, es lag noch ein oder zwei leere Oxy-Blister, also nur eine Tablette jeweils drin, war nicht irgendwie so 10er-Blister oder sowas, lag noch unter den ganzen Tilly-Dingern, die hat er zum Glück nicht gefunden. Er meinte schon bei den Tillys, das wären sehr starke Schmerzmedikamente, was prinzipiell stimmt, wenn du nur Ibuprofen kennst, sind halt Tillys für dich sehr starke Schmerzmittel. Und das sind sie halt auch allgemein, die liegen ja nicht grundlos unterm BTM, glaube ich zumindest. Also ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die wirklich unter dem BTMG liegen, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall meinte er, es sind sehr starke Schmerzmedikamente und was ich denn überhaupt damit zu tun habe. Und habe ich ihm das Ganze erklärt, ich finde halt Alkohol einfach for real nicht so geil. Ich besauf mich zwar schon ab und zu, aber ich finde halt andere Dinge besser so. Und meinte zu ihm, ja, guck mal hier, ich habe das eine Zeit lang halt genommen wegen Depressionen so, sonst wäre ich jetzt tot, weil ich halt das sonst nicht überlebt hätte. Es ging mir halt wirklich scheiße. Da soll es jetzt aber auch gar nicht drum gehen. Und ich habe ihm schon angesehen sofort, dass er das Ganze nicht geil findet. I mean, imagine, deine Kinder nehmen später irgendwie Drogen und du findest das, wäre schon nicht so geil. Vor allem, weil ich ja nicht gerade eine kleine Menge Blister da hatte. Ja, habe ich meinem Dad halt erklärt, wie das alles wirkt. Und er wollte wissen, ob irgendwelche von meinen Freunden das auch noch nehmen. Meine Eltern wissen, dass ich so zwei verschiedene Freundeskreise habe. Einen, der halt in meiner Nähe wohnt und einen, der so mehr Richtung Stadt wohnt, sage ich mal. Ich wohne halt nicht straight up in der Stadt, sondern eher so Dorf, Vorstadt, Gegend, irgendwie sowas. Habe halt auch gesagt, dass der Freundeskreis, mit dem ich sowas nehme, der in der Stadt ist und mein anderer Freundeskreis davon wegbleiben soll. Um es euch jetzt klar zu machen, mein Freundeskreis, mit dem ich halt sonst immer chille, also Jim, George etc., das sind jetzt, glaube ich, die einzigen zwei Namen, die oft vorkamen. Die nehmen selten was. Also Jim schon ticken öfter, so nicht so viel wie ich, aber halt ticken weniger. Ich will mich jetzt auch gar nicht profilieren damit, dass ich irgendwie was nehme. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, aber der Freundeskreis nimmt halt auch was. Und mit meinen Tickern chill ich zwar schon ab und zu mal und gehe mit denen auf Homes, aber ich habe es halt alles auf die geschoben, weil meine Eltern die nicht privat kennen. So. Und es kam auch so rüber, als hätten die mir es abgekauft. Ist auch echt geil, weil ich wollte dann niemanden anderen mit reinziehen, wenn ich irgendwie lost bin und die Kacke rumliegen lasse. Ja. Im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass meine Eltern meinten, okay, bis zu den Sommerferien darfst du halt nichts mehr nehmen. Ihr müsst wissen, das waren damals irgendwie anderthalb Monate vor den Sommerferien, irgendwie sowas. Und meine Eltern meinten auch, die werden bis dahin keinen Alkohol trinken. Ich habe denen auch klar gemacht, dass die nur ein großes, also nicht nur, sondern wahrscheinlich ein größeres Problem mit Medikamenten haben, weil Alkohol halt gesellschaftlich anerkannt ist. Und die meinten, die trinken bis dahin keinen Alkohol und haben mich dann ein paar Tage später schon darauf angesprochen, dass die merken, wie krass es einfach ist, wie krass verankert das in unserer Gesellschaft ist, dass sie sich halt sogar rechtfertigen müssen, warum die keinen Alkohol trinken und dass sie mich so ein bisschen nachvollziehen können. Sie haben es absolut nicht gut gefunden, aber sie haben mich halt ein bisschen nachvollziehen können zumindest. An dem Samstag nach der Home hat das halt nur mein Dad erfahren. Meine Mom kam erst am Abend wieder und da habe ich das Ganze dann am Sonntag erzählen müssen, zusammen mit meinem Dad. Hatte ich natürlich auch gar keinen Bock drauf, obviously. Also wer erzählt seinen Eltern schon gerne, dass er irgendwas nimmt, so. Und ja, meine Mom war noch schockierter als mein Dad. Die sind aber beide nicht wütend geworden, sondern haben eher versucht, mir zu helfen Richtung Depression und so. Und das finde ich übel geil. Also sie sind sehr gut damit umgegangen. Sie haben es natürlich nicht appreciated, dass ich jetzt irgendwas nehme. Das ist ja relativ klar. Aber sie haben mich nicht irgendwie angeschnauzt und gesagt, scheiß Junkie, hör auf damit. Ja, ich habe halt dann die ganzen Blister weggeschmissen, so musste meiner Mom das ganze Prozedere auch nochmal erklären. Wir haben da, glaube ich, auch nochmal eine bis anderthalb Stunden irgendwie so geredet. Und dann war die Sache mehr oder weniger durch. Ich kann jetzt schon mal eine Sache sagen, ich habe halt nichts mehr zu Hause. Ich habe schon ab und zu seitdem noch was genommen, aber halt nicht viel. Bin jetzt großteils die zwei, drei Wochen, die das Ganze jetzt her ist, nüchtern geblieben. Oh, also nüchtern von Medikamenten so. Ich habe schon noch anderes genommen, aber also jetzt zum Beispiel auch Alkohol oder PEP oder sowas. Aber von sowas wissen meine Eltern halt nicht. Die wissen weder von Teilen, PEP oder früher mal Ort, wobei ich mir vorstellen kann, dass sie sich halt das denken können. Aber ich kiffe halt aktuell nicht, einfach weil ich da keinen Bock drauf habe und da so eine ganz, ganz leichte Ort-Psychose schiebe. Und ja, im Endeffekt ist seitdem meine Beziehung zu meinen Eltern irgendwie besser und offener, was ich eigentlich überhaupt nicht erwartet habe. Und ja, sie haben halt seitdem auch bei mir nichts mehr gefunden. Was ich vergessen hatte zu erwähnen, mein Dad hat auch noch eine leere Triazolflasche in meinem Zimmer gefunden. Ja, war jetzt auch nicht das geilste, zum Glück war die halt leer so.
Sonst wäre das ein bisschen wasted gewesen. Hätte ich noch einiges da gehabt, wäre ich angepisst gewesen, einfach weil es alles weg ist. Ich bin im Endeffekt nicht wirklich happy, dass meine Eltern das gefunden haben. Auch wenn ich es ganz geil finde, dass die Beziehung zu meinen Eltern seitdem halt ein bisschen offener ist. Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass es geiler wäre, hätten meine Eltern das nicht gefunden. Einfach weil ich mich jetzt so ein bisschen eingeschränkt fühle in meinem Konsum. Aber da ich bis dahin zwar auch auf dem Weg war, wieder abhängig zu werden, aber das Ganze auch versucht habe runterzuschrauben, kam das ganz gut, dass meine Eltern das rausgefunden haben, weil ich das dadurch zwangsweise dann noch weiter runterschrauben musste. Ja, jetzt sieht es so aus, dass ich in Therapie muss, wegen Depressionen. Und da gehe ich dann nochmal genauer drauf ein, wenn ich das halt Depression- und Drogen-Video mache, wie ein paar Mal schon erwähnt. So, hier kommt jetzt nochmal ein kleiner Einwurf. Das Ganze ist mittlerweile 4, 5, 6 Wochen her, irgendwie sowas. Und ich hatte halt mit meinen Eltern die Abmachung, ich bis zum Sommerferien keine Drogen, außer Alkohol durfte ich so, was ein bisschen wack ist eigentlich. Und meine Eltern halt dürfen nichts trinken, so, weil die trinken halt nur. Hatten beide 2 Ausnahmen, die auch eingelöst haben. Und ja, ich habe natürlich mich nicht dran gehalten, wovon meine Eltern halt nichts wissen. Einfach weil ich halt ein scheiß Junkie bin und abhängig. Ich will mich auch keineswegs durch irgendwie Drogenkonsum profilieren oder cool fühlen oder sowas. Ich glaube, das wisst ihr seid ja hoffentlich nicht dumm. Nee, in Therapie habe ich mir vor 3 Tagen die Überweisung geholt. Muss dort, wie gesagt, nicht wegen Drogen hin, sondern wegen Depression und Angststörung. Und ja, da gehe ich drauf ein bei dem Depression- und Drogen-Video. Das kommt erst, wenn ich meine erste Therapiesitzung hatte, weil ich da dann vielleicht ein bisschen mehr zu sagen kann. Und ja, meine Eltern haben mich mittlerweile 1-2 Mal noch auf das Thema angesprochen. Heute zum Beispiel, weil heute war der letzte Tag vor den Sommerferien. Hab natürlich gesagt, ich habe es durchgezogen, weil ich meinen Eltern da keinen Kopf machen will, sowas, you know. Und einfach, weil es halt scheiße wäre, wenn ich sage nicht. Ich habe überlegt, ich werde wahrscheinlich in Zukunft dann ehrlich sein. Nicht immer hundertprozentig, aber wenn ich mal auf einer Party irgendwie einen Tilly Pop oder sowas, werde ich das sagen, wenn es unter der Woche ist. Obviously nicht. Auch wenn es jetzt sowas wie Oxy ist, werde ich das nicht sagen. Oder Peptide, halt den ganzen Stuff, der nochmal einen Ticken härter ist, der wird nie erwähnt werden. Und ja, da hatte ich vorhin halt mit meiner Mom das Gespräch, dass sie gemerkt hat, wie anerkannt Alkohol eigentlich ist und wie krass das ist, dass man sich so hart rechtfertigen muss, wenn man nichts trinkt und dann von den anderen trotzdem dazu genötigt wird. Und ja, sie sind natürlich kein Fan davon, dass ich jetzt irgendwas nehme. Da kommt dann auch nochmal ein genaues Gespräch mit meinen Eltern. Das ist nur der Stand jetzt. Und mal gucken, ob ich sie überzeugen kann, dass sie mich was nehmen lassen. Wenn nicht, wissen die auch, geht's trotzdem weiter. Und ja, das war's mit dem kleinen Einwurf. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich da noch groß zu sagen soll. Meine Eltern haben mich nicht nochmal groß drauf angesprochen. Also seitdem wissen die halt auch, dass ich eh rauche. So, meine Mama hat mir auch schon eine neue Ehe bestellt, was irgendwie ein bisschen paradox ist. Aber ja, was soll ich sagen? Meine Mama meinte auch, wenn sie es mir nicht bestellt, dann halt irgendwie anders. Und das ist halt auch die Wahrheit. Ja, ich habe nicht viel mehr dazu zu sagen. Im Endeffekt, ich habe keinen Anschluss bekommen groß. Also ich habe gemerkt, meine Eltern sind enttäuscht, weil die haben immer gesagt, ja, mein Kind hat damit nichts zu tun. Und weil sie es halt bis dahin anscheinend echt nicht gewusst haben, was mich ein bisschen wundert, weil ich schon recht oft sehr dicht zu Hause war. Aber will ich mich eigentlich nicht groß drüber aufregen, dass sie es nicht früher rausgefunden haben. Ja, wie gesagt, mehr gibt's da nicht zu sagen. Alle Personen und alle Handlungen sind halt frei erfunden, die natürlich nur zur Unterhaltung. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was das Ganze mit den Depressionen und den Drogen auf sich hat, schaut gerne in das Video rein. Guckt euch, wenn ihr möchtet, auch nochmal die Oxycodon-Story an, wenn ihr wissen wollt, wie das alles hier angefangen hat, also was quasi vor diesem Tag passiert ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, stay clean und dann sehen wir uns ein anderes Mal wieder zu einem anderen Video, zu einer anderen Zeit und einer anderen Story. Und bis dann würde ich sagen, haut rein und ciao.